Jetzt gehen wir ein bisschen, so ein bisschen in ein Premium-Paket rein, was das Velo angeht. Und zwar gehen wir zu Riese und Müller. Stylite heisst das Ganze. Ist so ein bisschen wie ein Offroad-Paket. Ist das richtig? Ja, das Riese und Müller Stylite, das ist eigentlich, also Riese und Müller ist ein Anbieter von deutschen Premium-E-Bikes und E-Cargo-Bikes. Und das Velo ist ein vollgefedertes Touring-Bike. Mhm. Eigentlich, ganz einfach gesagt, ist das Velo ein Velo für jeden Einsatzbereich. Genau, das wollte ich jetzt gerade fragen. Wem soll ich jetzt das Velo verkaufen oder für wer kaufe ich das? Ist das eher für den, der, wie du gesagt hast, mit dem Zug auf Bern geht und dann noch die letzten paar Meter muss fahren? Ist es der, der vielleicht über das Wochenende gleich mit Kollegen eine Velotour macht? Oder für wer ist das Bike? Ist das wirklich für jedermann oder jede Frau fast gedacht? Ja, das Velo gibt es in verschiedensten Konfigurationen. Das heisst, man kann das eigentlich nach im eigenen Gusto zusammenstellen. Es gibt es mit viel Federweg, mit wenig Federweg. Das, was wir hier dran haben, ist sogar ein 45er E-Bike, also ein schnelles E-Bike. Es hat einen Bosch-Motor dran. Darf ich ganz schnell noch schnell einhaken? Für alle, die jetzt gerade eingeschaltet haben oder noch nicht lange bei uns mit dabei sind, wenn meine Expertin von 45 redet, dann müssen wir sagen, ist das eben ein schnelles E-Bike. Da braucht es eine Prüfung dazu. Die hat die gelbe Töffelnummer. Es ist helmpflichtig, was man bei den 25er E-Bikes noch nicht hat. Gell? Das stimmt. Linker Rückspiegel braucht es auch. Entschuldigung, wieder vergessen. Hast du mir schon zweimal gesagt und du hast recht. Hier eben ganz cool. Wir haben ein komplett integriertes Cockpit. Das ist eigentlich, also der Lenker ist E-Bike-spezifisch und einfach wirklich Premium-Komponenten auch dran verbaut. Also mit dem ist man in der Stadt wohl, man ist aber auch auf einer Kiesstrasse wohl. Super cool.